Moin, liebe Leute, willkommen mal wieder zu meinem Stream. Heute testen wir mal die, wo ist sie denn, die andere Kamera? Heute testen wir mal die VR-Brille im Stream. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich die ganzen Anschlüsse hatte und so. Ich werde natürlich nicht so auf euren Chat achten können, wenn ich die Brille aufhab. Daher mach keinen Blödsinn. Wir testen das jetzt einfach mal, wie das so funktioniert. Sound müsste da sein, müsste alles funktionieren wie immer. Wir gucken einfach mal, was abgeht. Ich kenne Hörsälei, habe ich schon mal ein bisschen gezockt, aber nicht von Anfang an. Insofern, let's go, würde ich sagen. Ne? Mal gucken, was abgeht. Natürlich kann man die Brille aber auch vorher mal einstellen. Ne? Ich hatte sie gerade schon ein bisschen. Es ist immer ein bisschen unkomfortabel, wenn man sie auf- und absetzen muss. So, jetzt habe ich es gar nicht durchgelesen. Ne? Jetzt ist Gelegenheit gespielt werden, die sich nicht dreht. Dreh deinen Kopf um den Ballen gehen, sanft umzudrehen. Wenn VR, ne, finde ich. Ja. Ach, ich muss wissen, dass du rennen musst. Okay. Ich ein bisschen lesen. Wird schon irgendwie gut gehen, ne? Ich kann nicht mal mein Zigarette. So, ich brauche hier mal ein bisschen meine Maus, mein Zigarette. Guck ein bisschen auf meine Maus, ne? Gedrückt halten. Ah, okay. Neues Spiel. 2D-Modus. Das ist so geil. Ich hoffe, vor Zeit euch ins Bett zu gehen. wird der Sound okay sein. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Also es ist alles ein Test. Ich kann es nur jedem empfehlen, die VR-Brille zu kaufen. Es ist ein Mega-Spaß. Zumal die Auswahl an Spielen ist mittlerweile ja auch schon ein bisschen größer geworden als vorher. Kann sein, dass wir noch ein paar Soundprobleme haben. Ich habe mein normales Turtle Beach Headset natürlich jetzt nicht auf dem Headset noch drauf, sondern ich habe dieses Ein-Ear-Headset jetzt drauf, weil die iPhone-Kopfhörer waren nicht gerade wirklich tauglich. Mir gefällt das noch nicht, wie das hier so sitzt. Ja, jetzt ist es viel besser. Man hat das Gefühl, man hat die Dinger im Auge schon. Deswegen müsste ich die auch immer sauber machen. Ich dachte, ich wäre über dich hinweg, aber ich muss zugeben, es war toll, dich nach all der Zeit wiederzusehen. Vielleicht habe ich mich doch geirrt. Ich weiß nicht. Gott, kommen die dicht dran. Ist wirklich nicht leicht. Komm zu mir, wenn du dich entschieden hast. Ich sollte die mal wegpacken. Wenn es recht spannend wird. Ich hoffe, ihr seht mich vernünftig in der Cam. Ich will jetzt nicht gucken. Das ist jetzt auch alles dunkel. Ah, der Horror geht los! Das war. Ja. Nein. Weiß nicht, wie ich die bewegen soll. Doch Hände. Bewegen Sie sich nicht?
man von dem Hund dann noch die Geräusche hört, ja, dann muss man jetzt. Ich muss da irgendwie durch die Tür. Das muss man einmal ganz kurz Zwischencheck im Stream machen, bevor das hier weiter aufregend von der Feuer geht. Okay, so, ich denke, das ist da. Und Kameraperspektive ist okay. Wunderbar. Die kann man da machen. Ich muss mal eine Nase, eine schlechte Luft kriegen. Ah! Gott, oh Gott! Ich habe es, wie gesagt, schon mal gespielt, aber es ist irrsinnig lange her. Und. Oh, Alter, jetzt passiert gleich wieder irgendwas. Ich scheiß mir in die Hosen! Bin ich durch so eine Gänge gegangen und das war der Bar, das war jetzt keine Zeit. Das ist eine Horse. Wenn ich nur wieder mal schreie, dann. Also auch wenn man auf der Couch sitzt, ist es trotzdem echt sehr real. Lassen, was die Qualität und so meines Films ist. Weiß ich nicht, ja, es ist dunkel. Traum. Er ist dir auf der Spur. Du musst dich beeilen. Ich darf mir natürlich nicht außerhalb des Sichtfeldes sehen. Ich habe meine Kamera nach oben gestellt, in der Hoffnung, dass. Ich weiß nicht. Ich stehe hier gerade in so einer riesen Halle. Hallo. Ach so, ja stimmt, er dreht die Kameraperspektive jedes Mal, deswegen wird der Bildschirm schwarz. Zigaretten? Gott, wir sind schon nicht. Für manche ist das auch echt nichts, denn die kriegen bei sowas echt einen Herzinfarkt. Das Ding ist, was ab und zu in diesem Spiel passiert, dass auf einmal irgendwas immer auftaucht und das ist natürlich echt. Buddies, seit wann bist du wieder in der Stadt? Wie geht's dir? Mann, wenn du schon hier bist, müssen wir uns treffen. Einfach mal wieder um die Häuser ziehen, so wie früher. Ich muss bloß rausfinden, wo zur Hölle ich bin. Die Straßen sehen so anders aus. Thank you.
er sollte sich nicht verspäten. Nicht dieses Mal. Ach so, ich gehe ja auch dahin, wo meine Kamera zeigt. Ich habe das ganz vergessen. Geh mal schneller, hopp, hopp, hopp. Oh. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wenn man in dieser Schräge ist, das, wie gesagt, wenn man da auch runterrutscht und so, das wird noch in diesem Spiel passieren. Das fühlt sich an wie echt. Ja, lass mich raten, die Tür ist oben zu, oder? Nee, da steht this way. Okay. Sag mal. Ich höre doch irgendwelche Geräusche, die mein Hund macht. Ich muss mal ganz kurz gucken gehen. Nicht, dass sie was frisst. Tutti. Ach, so ist fein. Ah, das kommt von draußen. Ich wollte gerade sagen, du kennst doch nichts hier auf dem Boden. Da liegt doch gar nichts. So, weiter geht's, ey. Ich schwitze ja jetzt schon. Meine Fräse, du. Ist das aufregend. Behindert immer aufzusetzen mit diesem Scheiß-Headset. Den Sound will man ja auch. Nein, das geht. So. Weiter geht's. Wir hoffen, dass es nicht abgeht. So. Und das dauert bitte. Oh. Eine rauchen zwischendurch. Das ist wie gesagt sehr aufregend. Was ist hier? Kissen. So. Ja, meint sie ja dann nicht. Willst du jetzt mal bitte angehen? Ich muss rauchen. Geht doch an. Verstehe ich das hier nicht. Das ist ein Schatten gewesen, oder? Weißt du, wo die Box ist? Ja, will ich das lesen, Mann. Der Sohn schmeckt Fleisch in deiner. Ich muss aber auch dicht rangehen, damit ich das beleuchten kann. Ich sehe doch noch einmal irgendwelche Schatten. Gott sei Dank, warum ist das nicht für mich? Das ist mein eigener Schatten. Also ich weiß, dass egal was man macht in diesem Spiel, es beeinflusst auf jeden Fall den weiteren Spielverlauf. Geht ganz schön.
nicht in den U-Bahn schaffen. Sollte ich mich mal im Spiel anschauen? Also. Okay, ich werde auf jeden Fall die nächste Zeit nicht so oft das Headset abnehmen. Das ist echt. Du lebst halt. Genieß, was du willst. Wer weiß, was morgen ist. Heute ist die Scheiße wirklich scheiße. Gestern ist vorbei und schon 2000, 5000 Jahre her. Glaub an eine Wahrheit oder eine Lüge. Manche leben, manche sterben. Herrschende Gedanken regeln den Kosmos. Lach drüber, es ist ein Witz. Gott, so sehe ich aus. Ich sehe aus wie eine Leiche. Ja, du bist erschreckend. Aber kann man jetzt auch. Nee, schade, kann man nicht. Aber das geht. Okay, weiter geht's. Ich finde, ich könnte mich vor mir selbst erschrecken auf jeden Fall. Kamera beobachtet mich, seht ihr das? Natürlich am Anfang noch nicht so spannend, aber es kommt noch. Ich kann nicht geguckt, wie für euch so die Grafik ist. Gar nicht, dass man auch hier in der Stadt ist. Ich brauche auf jeden Fall noch ein anderes Headset hierfür, um den Sound irgendwie auf beiden Ohren besser zu hören. Hey, sorry, die Verbindung war kurz weg. Also, warum bist du zurück? Oh, warte mal kurz. Du bist hier wegen Dana. Du Fuchs. Und? Kommt ihr etwa wieder zusammen? Was war das? Ist da jemand bei dir?
gehe jetzt einfach mal hier lang, weil keine Ahnung. Ich kann schon sagen, dass die Tür falsch ist. Ich sehe natürlich auch alles hinten, ne? So ist es nicht. Ich muss mal nur wieder. Also Höhenangst ist so eine Sache. Hallo Wand. Gehen wir mal wieder zurück. Durch die Flasche. Erinnert mich so ein bisschen an Belgien, alles klar. Was ist gerade runtergefallen? Ey, habe ich mich erschrocken. Oh Gott. Das war nur das Tutorial, wahrscheinlich. Ja, was passiert jetzt? Ich sehe schwarz. Oh, ich bin auch noch im Raum. Ah, warte mal, wir haben noch die... Ach du Scheiße, nein, hör auf, nicht die... Ich mach nicht diesen. Mach doch nicht diesen. Nee. Du willst doch nur, dass ich hier. Oh nee, ey. Das ist ganz ekelhaft mit der Taschenlampe, wenn es dunkel ist. Ganz, ganz ekelhaft.
kommt wahrscheinlich das Mädchen oder so gleich. So wie in dem Titel. Lauf mal geradeaus. Ja! Gott, oh Gott. Ist es wirklich so gewesen? Ich kann mich so schwer erinnern. Erinnert mich immer ein bisschen so an die Matrix, ne? Hallo, Buddy. Was? Dana war da? Gerade eben? Warum telefonierst du denn mit mir? Halt dich ran. Du verpasst doch deine Chance. Laut mal. Okay, ich kann hier nicht weiter. Nach vorne drehen, gedrückt halten. Okay. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich kann natürlich nicht antworten, so die ganze Zeit im Stream. Das ist klar. Ah, warte mal. Ich wollte mal gucken, was da runtergefallen ist. Ich weiß auch nicht, was da runtergefallen ist. Weiter geht's. Niemand da, soll ich nicht lang? Ja, und jetzt? Ich schreibe so einen Moden. Ja, ich bin schon so ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, ob ich hier drüben lang gehen muss. Das gesehen? Alle Fenster zu. Hier unten habe ich noch was. Das kann nichts Gutes sein. Ich mache die Tasche mal.
Achso, das soll ich. Komm her, Buddy. Buddy. Hier drüben. Ich hab was gesehen. Jemanden auf der Straße. Ich bin da schnell weg, aber mein Gott, es war ein Inferno. Ich musste umdrehen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Nicht zu schnell. Was zur Hölle ist mit dieser Stadt passiert? Und warum kann ich mich nicht erinnern? Soweit ich weiß, bin ich der Meinung, dass die Taschen aber auch irgendwann mal alle gehen können. Das ist ein Monster. Bin ich jetzt Game Over oder was? Ja, genau, ich verstehe. Ich glaube, ich hätte diesen Weg nicht nehmen müssen. Ich hätte mich anders verhalten müssen. Wo ich gerade am Anfang war. Okay, das war, also ich muss mich vorbeischleichen. Wenn du wieder durch diese Tür. Also man muss sich bedeckt halten, weil sonst fängt man da wieder an, wo man angefangen hat, also in diesem Checkpoint.
Nee, mein Auge war. Und jetzt muss ich noch auf den Dächern hier lang latschen. Ist überhaupt nicht dunkel. Wahnsinn, was man für eine Sinneswahrnehmung hat, wenn man spielt. Das ist gut, ich bin besser starten. Darf und das gut ist, soll ich reinnehmen. Ja, schöne Geräusche. Rennt ja automatisch hinterher, ne? Obwohl das eigentlich ein Scheißinstinkt ist. Aber ich denke mal schon, dass ich da noch muss. Also ich laufe jetzt im Endeffekt wieder zurück. Scheiße. Irgendwas falsch gemacht. Thank you.
Forschungsstätte rein. Ich geh nochmal rein. Weil das Monstrum kam ja hinter mir. Zurück. Okay, gut, das spielt sich nicht von vorne ab. Also werde ich jetzt mal. Da hinten müsste doch das Viech sein. Hat sich hier irgendwas verändert jetzt? Nein. Ja. Wo muss ich denn lang? Wenn ich geradeaus weitergehe, attackiert er mich, und wenn ich da lang gehe, attackiert er mich. Das ist unmöglich. So. Ja, mal ganz kurz auf den Chat gucken. Moin Toni. Ich auch Horrorfilme. Ja, gehst du mal? Wenn ich hier links gegangen bin, dann kam das Monster. Wenn man da aufgegangen bin, kam das Monster. Das geht ja gar nicht alles.
vielleicht noch nichts siehst. Soll ich denn jetzt wieder zurückgehen? Hast du immer das Gefühl, du hast was im Nacken? Ne? Lauf mal die Straße runter, dann siehst du, wie die Leute ticken. Ich hasse das Wort Hass. Aber manchmal muss man die Leute einfach hassen, weil sie eben so sind, wie sie sind. Und nicht, weil sie von ihren Eltern so erzogen wurden, sondern weil sie sich mit Absicht so verhalten. Obwohl ihre Eltern sie gut behandelt haben, sind sie bewusst böse und alles, weil es nicht nach ihren Vorstellungen läuft. Das heißt wohl da nicht mehr. Ich verstehe. Kann mir das so deutlich sagen? Dann. Nichts aufmachen. Das verstehe ich jetzt nicht, aber wie soll ich denn dann da ankommen? Wenn das Monster da rauskommt. Hier lang oder hier lang? Ich schau jetzt mal für da, wo es hell ist. Das ist gut, dass man einfach da zurück will. Lass uns mal vom Strom leiten. Ich soll ganz schnell in diese andere Richtung laufen. Wenn ich alles richtig mache, ist es egal. Ich
Moment. Ich soll doch hier lang laufen. Ich jetzt gar nicht so erschrocken, weil ich mir schon fast gedacht habe. Bitte gehen Sie nicht durch diese Tür. Das ist geräuschständig im Background, da weiß ich natürlich nicht. Links und rechts. Sind wir in der Ausgeburt der Hölle hier oder was? Thank you.
Ja, Politikum. Natürlich. Oh. Hallo, Tüte. Natürlich, was machst du da? Ah, oh, mein Amrian. Du spielst lauter, okay. Stell ein bisschen runter. Ich schreibe wohl nicht genug, meinst du, ja? Ich hatte vorhin überhaupt Probleme, den Sound herauszukriegen, wie ich den überhaupt einstelle, aber jetzt geht's. Ich will nur gucken, was mein Hund hier macht. Und gucken, wie lange ich spiele. Ey, eine Stunde. Kommt mir vor wie 3 Stunden schon. Ist echt heftig. Aber es ein bisschen nervig ist, dass man... So schön glatt da unten. Dass man... nicht so den Chat lesen kann während des Spiels. Ist jetzt da die Treppe hoch? Wahrscheinlich, ne? Und er geht äußerst langsam. Also der Typ, meine ich. Welcome to the city. Schon das Telefon. Ich habe auch eine Idee, woran es vielleicht liegt. Was wir im Chat lesen, was meinst du? Ich schwitze schon. Tudi, was machst du, ne? Audioverstärkung. So, besser? Ja, das ist ja auf jeden Fall, weil ich muss ja jedes Mal die Brille abnehmen, ne? Ah, ah. Nur mal kurz ans Telefon gehen, ne? Komm gleich mal. Ich hoffe, dass der Sound jetzt okay ist oder besser für mich. Ich hab mal in die anderen Richtung gesehen, die Audioverstärkung. Warum haben Dana und du eigentlich Schluss gemacht? Na, warum? Ihr habt so gut zusammengepasst, weißt du? Das perfekte Paar. Ich kann sie mir mit keinem anderen vorstellen. Aber hey, ich meine, du warst echt gestresst damals. Hattest kaum Zeit. Glaub mir, ich weiß das. Man will dann ja automatisch hier lang gehen. Gucken wir dann auch mal. Aber nicht in die Richtung. Das ist ein Draht. Hey! Ja. Ja, ich bin gleich noch. Noch leiser. Mhm. Und dann ist oh, nee. So, dann jetzt so vielleicht. Nee, 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 das ist neben meiner Couch immer, weil ich sehe meine Cam. Ich bin jetzt auch gerade wieder. Ja, wir nichts anderes zu tun, als hier diese Probleme zu beheben. Das kennen wir ja schon zu Genüge. Tudi, wo bist du eigentlich? Ich suche dich hier schon die ganze Zeit. Gut laut? Was heißt gut laut? Ja? Welchen denn, Turas? Weil ich habe hier ja natürlich ich habe hier einen An- und Ausknopf an der VR. Einmal für stumm schalten und einmal für laut und leise. Hier. Na, so laut will ich das ja gar nicht machen. Ja,
Als 8-7. Was? Welche passenden Controller? Das Gefühl, ich habe immer noch das Ding auf, ey. Meine Haare sehen wurstelig aus. Na, welche Controller ist die Frage? Weil es gibt doch nur den PS4-Controller, den du dafür benutzen kannst. Ja, ich weiß. 187. Was für ein VR-Controller, Turas? Du hast hier die Brille und du hast da den Controller. Also da gibt es keinen extra Controller. Ja, später zocke ich noch Fortnite. Guck mal, wie spät das ist. Keine Ahnung, was du meinst, Turas. Aber ich zocke jetzt mal weiter. Wenn ich das Ding wieder drauf bin. Es gibt ja nur das Headset und den Controller. Ja. Das ist nervig mit dem Scheiß. Ich brauche Kopfhörer. Oder da. So, gehen wir weiter. Das musst du mir nochmal erklären, was für einen Controller du da meinst, weil ich wüsste nicht, dass es da irgendwie noch einen anderen Controller gibt. Das ist doch jetzt safe. Ja, nein. Ein bisschen nervig, dass er so langsam geht. Weil ich nicht weiß, wie man hier irgendwie mit Sprint. Nee, kann man nicht sprinten. Ja. Hast du denn da gerade weggeschmissen? Na dann. Oh. Oh nein. Schmeiß was runter und sagst, oh nein. Was denn jetzt nur? Sie haut immer von mir ab. Ja, ich dachte schon, hinter mir. Sind die unter mir? Irgendwo kommt gleich wieder so ein Viech, ey. Ich höre es doch schon ganz dicht dran. Ja, aber wie komme ich denn jetzt weg hier? Wenn er mich jetzt attackiert, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Der ist auf jeden Fall hinter mir, ey.
Schön, dass wir wenigstens Batterien bekommen. Okay. Der ist hinter mir. In diesem Spiel kann es auch oft passieren, dass du in welche Tunnel gehst und dann wieder am Anfang bist, weil du den falschen Weg gegangen bist. Euch das? Ja. Er ist gedacht, dass er noch. Ja, er ist doch hinter mir noch. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht, sonst wäre er nicht noch hinter mir. Guck. Oder er mag mich gern begleiten, aber das war nicht zu bezweifeln. Da ist sie. Doch nicht schon wieder weg. Hallo. Das Gute ist ja, ihr könnt ja sehen, wo ich hingucke, ne? Dödel hier rum. Ah. Hallo. Oh Gott, ist das hell. Oh, 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 oh. Als du gegangen bist, hast du all deine Sachen zurückgelassen. Oh. Ich habe alles übereinander gestapelt. Ein kleines Projekt rausgemacht. Keine Ahnung. So könnte ich herausfinden, wo der Fehler lag. Oh, es ist so schön. Ein Teil der Schuld liegt auch bei mir. Ich kann kompliziert sein. Aber ich habe dich nie aufgegeben. Das bin ich. Und das tut wohl am allermeisten weh. Oder nicht? Dass du uns aufgegeben hast. Ja. Oh, es ist hell. Was bist du, verdammt? Ja. Nicht zu dicht dran, oder was? So. Okay. Hätte ich es vorlesen müssen?
Oh, ich wusste doch, dass er hinter mir ist. Und ich erschrecke mich trotzdem, ey. Wir ganz kurz gucken, was Tudi macht. Und was ihr geschrieben habt. Na, Tudi, was ist los? Okay. Tudi, was ist denn? Kurz mal einen Schluck trinken, ey. Ich mach noch ein bisschen auf jeden Fall. Und dann höre ich auf, weil ich bin schon am Schwitzen. Was machst du denn, Tutti, da? Nicht in meine Kabellage da unten. Ja, du wieder, Link. So. Ach nee. Na, da lang. Ich spare mal meine Batterien, sonst habe ich bald keine mehr. Von links sind wir gekommen, ich gehe jetzt rechts, oder? Manchmal geht man auch zurück und es passiert dann trotzdem wieder was. Nee. Hä? Was muss ich denn jetzt machen? Ich muss die Taschen aber anmachen. Zu dunkel. Es war krass, wo ich einmal den Abhang runtergerutscht bin. Alter Schwede. Das fühlt sich so echt an. Oh. Ist er für Teil, ey? Vielen Dank. Was wird? Der ist wie ein Hund, ey. Nur mit Rentierkopf und so. Siehst du nicht, schau dir all diese Viere an, die ihre Traumzone versorgt. Oh, die Viere. Katz in der Kotze, du Loser. Was denn da? Küpierst du gerade, oder? Was sagt er mir? Ah. Muss meine Taschen noch wechseln. Eigentlich müsste ich doch genug Sachen mit haben, oder nicht? Also wir wissen schon mal eins, dass nicht alle dieser Dinger ungefährlich sind. Was muss ich machen?
Hält mich fest. Okay. Oh, alle mein Ding jetzt gehauen. Ne? Muss ich warten, du kriegst mir gleich eine über. Was? Ich soll ihn jetzt eine scheuern? Oh, ich muss ihn echt eine scheuern. Oh. Das bin ich jetzt nicht, aber ich hau nicht nochmal auf den ein. Ich spare ein bisschen meine Batterien noch für später. Ja, lass mich runter. Nicht so genau. Hinter mir oder? Nee. Ist da. Links. Buddy, ich erzähl dir mal was. Gott. Mein Nachbar ließ jeden Abend seine Katze raus. Und sie jaulte und miaute draußen die halbe Nacht herum. Die ganze Nachbarschaft konnte nicht schlafen. Boah, ich hab mir die Nase war. Aber er ließ die Katze trotzdem raus. Also habe ich was unternommen. Ich wollte es nicht, Buddy. Aber weißt du was? Es musste einfach sein. Alter, und jetzt verwimmelt sie ihn? Geil. Pferdekopf. Hallo? Du hast Angst? Okay. Ich glaube, wir müssen uns ganz schnell verdrücken. Ich bin mir nicht so sicher, aber der Typ da hinten war mir nicht vorher. Wir werden ja sehen, ob wir irgendwas verkehrt machen. Und da ist ja noch so ein komischer Trap. Okay, das war nicht richtig, also. Ja, ja, ich verstehe. Ja, ja, ich bin tot. Aha. Ja, leck mich doch am Zuckerli. Das ist jetzt Versuch Nummer 4, glaube ich. Ne? Ja. Für die, die es noch jetzt bis jetzt noch nicht wissen, das ist immer. Du fängst da wieder an, wo du aufgehört hast. Wenn du den Weg falsch gegangen bist. Ja, deswegen, wir gehen wieder in die Arena. Aber jetzt sind wir wieder hier, ey. Na gut, er hat uns ja nicht gesehen, insofern gehen wir dann weiter. Wieder zurück. Das gefällt mir aber übelst, ne?
die Tierköpfe, das ist voll geil. Hotel. Also ich muss wohl doch da oben lang gehen. Obwohl da ja auch so ein Typ war. Der Falte nach rechts. Okay. Ich weiß immer nicht, ob wir weitergeben müssen oder nicht. Das werden wir dann sehen. Guck mal, ne. Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Nett. Ich will das nicht mehr machen. Du sagtest, wir würden Spaß haben. Aber du musst auch kommen. Ich weiß nicht, wann das kommt. Gott, bitte, nicht meine Finger. Nicht meine Finger, bitte. Nee. Schon lustig, das hier bei mir. Ich kann dir leider, glaube ich, nicht helfen. Was für ein crazy Ort. Jetzt müssen wir wohl da oben lang gehen. Oder wir müssen zu dem Typen zurück. Ist immer noch da. Kann ja sein, dass er wieder weg ist. Zum Rücken. Aha. Er ist da oben, ja. Das kann, glaube ich, aber nicht richtig sein. Oder? Doch, ich muss. Ah, okay, gut. Weil ich muss da rechts rein, in die Tür. Er hat mir erstmal geholfen, ey. Jetzt muss ich ihn. Ja, Tatsache, ich muss ihn auch unterschubsen. Boah, ist das tief. Ja, verdammt. Also wie gesagt, Höhenangst darf man hier nicht haben. Dein Telefon, okay. Dann gehen wir mal, Jörg. Willkommen in die gute Schule. Das wollte ich erst als Titelbild machen. Love News. Okay, was geht hier? Mal ein Bärchen. Oh. Da kann ich von meinen Lampen. Ah, eine Rotlichtbremse. Kann ich hier durch? Ich glaube, wir hätten rechts gehen müssen. Wir gucken mal. Oh, hier ist Picasso. Manina. Zum Fake-Baby, oder? Da
Müssen wir doch links gehen? Er ist immer noch betrunken. In Ordnung. Guck's mich so an. Find die so geil. Aha, aha. Witzig. Okay, wir wissen, dass der Typ immer noch hier war. Das ist alles XXXXX-Hamster. Warte. Nee, kann ich nicht. Topless. Soll ich dich wirklich rauslassen? Ja, Moment. Ja, das wird lieber dann. Die Banane, was weiß ich was. Also ich soll ihn anscheinend hier rauslassen. Weißt du nicht wohin oder was? Kommt jetzt ein großer oder was? Jetzt ist er selbst wieder eingeschossen? Ah ja. Tür ist. Du gibst immer über eine Tür, dass wenn du verlierst, du wieder da rauskommst aus dieser Tür. Ja, hier gibt es noch ein paar. Mein Gott, sind die große Schuhe. Hier willst du den zweiten Türen treffen. Ich glaube, die sind ein bisschen unheimlich, weil die haben Schlagstöcke. Also so ungefähr, wenn mein Bruder so 30 sein wird, wird es viel schlimmer sein. Keine interessiert es. Und es wird nur noch schlimmer. Für sein Kind? Keine Ahnung. So vielleicht in 100 Jahren wird es richtig schlimm sein. Ja, ich finde das grauenhaft. Es sollte dann keiner mehr leben. Vielleicht sich die Welt anzuschauen, das wäre cool. Oder echt krasse Kunst zu machen. Aber ansonsten finde ich, hat das Leben keinen richtigen Sinn. Ich glaube, ich krieg gleich eine Fresse. Ich sehe schon kommen. Nee, lass mich in Ruhe. Komm jetzt mit mir. Wieder zurück. Na warte denn, ich hab dich doch eben schon rausgelassen. Lass mich raten, die sind immer hinter mir. Okay. Oh, ich muss da hinten hin, glaube ich. Mit meinen Totschlingern, oder? Nee, die sind weg. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Hallo, Tutti. Oh, okay, sie macht erstmal Selbstmord. Na, Mäuschen. Ja, hallo, Goldmaus. Welches Kamerabild? Meine Kamera ist doch nicht unscharf. Oder meinst du das Spiel? So scharf ist das nicht das Spiel. Das stimmt wohl. Für euch ist es sogar noch schärfer als für mich.
Okay, was geht ab hier? Was ist lustig? Ich weiß nicht, ob ich die allein lassen soll. Oder wen für mich? Was willst du? Ich bin schon wieder so ein Schläger, ey. Du, die hat sich das noch nicht bewegt. Hast du irgendwie die Maus aktiviert? Nee. Ah, okay, gut. Ja, kann sein, dass sie wieder fokussiert hat. Wenn sonst alles gut läuft, ist sehr schön. Das ist unheimlich spannend, ey. Ich kann gar nicht aufhören. Oh, aber die ganze Kabellage hier manchmal. Und meine scheiß Haare, die eben nicht sind. Das ist doof, dass man natürlich den Chat nicht lesen kann. Thoras erklärt mir das später. Er meinte, irgendwie wer gäbe es da so einen Controller oder so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Okay, hier unten reingehen. Also ich fand, diese Köpfe waren auf jeden Fall sehr lustig. Angesagt. Ja. Geht ab hier. Lass mich raten, ich komme ja jetzt auf den Stuhl. Ja, danke für die Einladung. Bin ich jetzt auch so eine dämliche Maske, oder? Nee. Was ist das? Also ein Vogel. Oh Gott. So, vor allem ist es eine See hier. Tippen. Das ist wieder hell. Ich kann nichts machen hier, also ich lenke nicht. Hast du die Camp jetzt alle? Na? Alter, der hat aber auch einen Kopf, ey. Tschüss, Baby. Die Musik. Alter, krass, ist das wirklich? Man weiß wirklich nicht, was einem erwartet. So, okay, jetzt bin ich wieder drin. Absolut, in der Freakshow bin ich hier. Also, ich bin hier im SM-Studio. Ich habe gar keinen Kopf. Okay. Freakshow, ey.
bin ich hier gelandet, verdammte. Die Musik ist ganz geil. Ja, aber gibt's da nicht eine Batterie irgendwo? Wow, Buddy, wo steckst du? Ja, Freakshow. Wie eine Party. Ich dachte, du suchst nach Dana. Ja, Mann. Ja, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß, oder? Oh, Mann. Letztes Mal, als ich so drauf war, war ich so durch. Ich glaube, ich hab erschlagen. Oh, Mann. Okay, egal. Ich muss los. Er muss immer los. Die Musik ist geil. Okay. Das gefällt mir richtig gut, das Spiel. Hallo. Ja, du kriegst irgendwelche Anfälle, okay? Echt ein Freak schon hier. Oh, ich bin wieder draußen. Ich bin bei denen. Du Scheiße. Ich glaube, ich schleiche mich mal an denen vorbei, weil die sind ja alle hier auf Krawall gebürstet, die Tiere hier. Fight Club. Manchmal denke ich mir, wenn man in so einem Spiel ist, ne? Was für ein LSD-Trip die Leute sein müssen, um so ein Spiel zu kreieren. Ich bin falsch. Ja, ich bin falsch. Ja. Scheiße. Ja, dann hau mich kaputt jetzt. Ja. Und was habe ich falsch gemacht, warum sie mich tötet? Okay, wir sind hier. Aber ich kann mir nicht vorstellen. Nein. Ach so, ich hätte da hingehen müssen oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Das ist auch nicht in Ordnung. Ah, jetzt bin ich wieder normal, okay. Ich hätte vielleicht einen Moment warten müssen. Der ist ja immer noch da hinten. Geht der jetzt? Ja, ich muss es versuchen. Vielleicht lässt er mich auch in Ruhe, wenn ich hier reingehe.
Ja, okay, anscheinend ja. Ja, hier haben wir schon ein besoffenes Schwein oder Hund. Erwischt mich gleich wieder. Wenn ich hier nicht weg bin. Sie ist sie jetzt abgelenkt? Muss ich an ihr vorbei oder nicht? Nein, sie hat mich gesehen. Verstehst nicht, jetzt habe ich beide hier an der Hacken, oder was? Der kloppt mich und sie kloppt mich. Was ist denn hier falsch gelaufen? Hier ist nichts, was ich betätigen kann. Nee. Oder ich muss mich echt dran vorbeischleichen. Ja, das den kann ich auch nicht. Nee. Ist jetzt endlich weg da? Welche Notizen? Nee. Komm, ich schleiche mich mal hier noch. Hinter mir. Ich war ganz still, so überwältigt, weil ich in all diese Energien gesprengt wurde. Da waren Dämonen in den Feldern mancher Leute. Ich war schockiert, verblüfft und verängstigt. Und ich starrte auf diese Person mit dem Dämon. Und er drehte sich direkt zu mir um und starrte mich an. Also, was immer dieses Wesen auch war, es wusste, dass ich es sehen konnte. Und sein ganzes Wesen veränderte sich. Und es gab einen riesigen, mächtigen Zusammenstoß von Energien in dem Moment. Okay. Jetzt muss ich mich an ihr wieder vorbeischauen. Oder sie ist hinter mir. Ich sehe sie nicht. Okay, das war verkehrt, den anzurempeln. Hier ist nix. Ja? Nee. Da muss ich mich, ja. Kein Telefon, was geht? Hol. Loch, ey. So, ihr könnt dann gleich nochmal genießen, wie hässlich ich aussehe hier. Na, was bin ich? Willkommen. Hallo. Das ist die Jessie, aber leider kann ich nicht winken. Ich kann nur den hier machen. Ach nee, doch nicht, den kann ich auch nicht.
muss ich wieder was sagen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hau ab. Und so verlangt es sie noch eine Weile. Die Schweine am Trog, das nackte, schwitzende Fleisch unter der Ledergurt. Sie schauen alle zu ihr hoch mit den dummen, ausdruckslosen Gesichtern und heraushängenden Zungen. Beobachte das hübsche Vögelchen, das wird dich gut unterrichten. Okay. Das Vögelchen. Was denn jetzt? Ja. Es ist aber klar, dass er mir einen reinhaut, wenn ich da langlaufe. Buddy, ich hab ihn wieder gesehen. Das Feuer. Ich konnte kaum atmen. Hör zu, du sollst nur eins wissen. Egal wie schlimm es auch wird, ich bin für dich da. Das sagst du immer. Das siehst du doch auch so, oder, Buddy? Ich meine, wenn ich Ärger hätte, würdest du mir helfen, oder? Guck mal. Oh, meine Kamera ist schon da oben scharf. Ja, das würdest du. Ja, sorry, Leute. Scheiße, das mit der Cam, ey. Geht gleich sofort weiter. Schon ganz rotes Gesicht. Ja, meine Cam spinnt wieder rum ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Aber ich mach mal auf den Zoom ein bisschen raus. Ja, an alle, die neu dazugekommen sind. Also es ist schwierig zu antworten, wenn man zockt. So. Besser sieht man, ne? Könnte sogar noch ein bisschen weniger sein. Standard. Aber hier, voller Montur seht ihr mich hier. Danke, Sakura, dass du antwortest. Ich mache ja auch nicht mehr so lange. Es ist ja auch, wie gesagt, ein Teststream. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft hier. Und das, ich muss sagen, das Spiel bockt gerade richtig. Also es war ja damals ziemlich teuer, weil das einer mit der ersten auch war, was es für die VR gab. Ich weiß das noch, weil es das auch am Anfang gezockt hat, als mein Stiefvater sich das Spiel geholt hat. Und jetzt gab es das gerade auch im Angebot. Deswegen habe ich mir das geholt, weil ich ja das, wie gesagt, kenne. Also ich wusste, wie das ungefähr geht. Ich habe das ein bisschen gezockt gehabt, natürlich nicht das komplette. Aber jetzt ist er immer noch da. Was meine ich denn jetzt? Hallo? Ja, ich verstehe. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Office? Nee. Ich muss wieder zurückgehen? Nee. Ach, er hat aufgemacht, okay. Insofern, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Spiel zu kaufen. Ich glaube, 10 Euro hat das gekostet. Früher war es eben halt, wie gesagt, richtig teuer. Zu Beginn der VR-Sorge. Ist ja auch nicht das Einzige, was wir zocken werden demnächst. Wir haben da noch andere Spiele im Pedo. Was waren die denn da? Chillen die alle? Sind die eingeschlafen oder was? Ich will jetzt nicht, dass ich alle 10 Minuten auf meine Cam gucken muss, dass sie funktioniert. Können wir nochmal einen Rundgang machen?
Knurri. Warum spielst du denn nichts? Ich soll auf die Bühne gehen. Ja, moin. Das ist eigentlich die Arbeitsstück in. Spielt jetzt auch die Hauptrolle und wird gehängt. Ich zucke ja nur Spiele, wo ich drauf Bock habe. Später bin ich auch wieder auf Fortnite unterwegs, weil es ja immer noch so gefragt ist. Aber ich zocke ja auch Fortnite gerne. Das ist alles was für eine Freakshow. Ne? Ja gut, da ist der Ausgang. Gibt es hier noch was zum Untersuchen? Wenn ich hier so irgendwas Flauschiges anfassen will, ist mein Mund auch neben mir. Der andere Stück ist vorbei. Box mit dem Zettel. Oh, sie fesseln mich jetzt. Okay. Ja, warte mal. Das ist ja nur eine Kiste. Ja. Flamingos. Liebe ist ein Wunder. Sie ist fordernd. Sie macht Angst. Sie befreit. Sie ist jeder Farbton des Regenbogens. Sie ist hell, sie ist dunkel. Liebe ist absolut notwendig. Ich meine, darum geht es, oder? Suchen wir nicht alle nach Liebe und hungern danach? Manchmal ja. Unheimlich sind die ja schon, ne? Da ist eine Tür. Da muss ich auch wohl lang. Gut. Nicht? Okay. Ich habe irgendwas falsch gemacht, ne?
War das Tor nicht eben gerade noch zu? Okay. So viele Batterien, wie ich jetzt gesammelt habe, müssen wir lebenslang erhalten eigentlich. Also Kiste und Batterien. Ne, die Kiste muss nicht betätigt werden. Okay, dann gehen wir mal zu diesem großen Ding da, was auch immer das sein soll. Aber muss ich ja sagen, sie haben wenigstens für ausreichend Partybeleuchtung gesorgt. Aufpassen mit der Beleuchtung. Ach, sie ist da. Komm, lauf mal schneller jetzt. Ich liebe auch schöne Momente, ne? Okay. In der Kirche vorhin war schöner. Und das ist immer ziemlich hell, muss man ehrlich sagen. Du willst es nochmal versuchen? Ja, hier, genau. Damit es so wird, wie es vorher war? Hier, schön. Ich weiß noch, als wir uns kennenlernten. Ich kann verstehen, warum du ihn nicht willst. Du hättest es fast geschafft. Aber dann hast du die Chance vertan. Warum glaubst du, dass du diesmal nicht denselben Fehler machst? Willst du? Ich weiß nicht. Ah, den magst du nicht. Ich muss drüber nachdenken. Er redet gar nicht. Also ich in dem Fall. So, kurzer Moment. Check. Die sind noch da, Kamera steht noch, okay. Lass mich raten, müssen da rein. Runter gucken oder was? Wie schön glänzt. Der Marmor. Treppen. Eine Kiste. Dann machen wir mal lang. Ja, was ist jetzt los, Tudi? Scheiße, verdammt. Was hast du denn jetzt gesehen? Ich bin so gebellt, ey. Ist da irgendwas im Garten, oder? Fein aufpassen, ne? Ja, was auch immer du gesehen hast, ist einfach nicht schlimm. Ja, okay. Ja.
Nee, eigentlich nicht. Müsste ich nicht hin und wieder mal gucken, würde ich die Bulle gar nicht abnehmen. Das ist ein bisschen nervt. Weil wenn sie einmal gut sitzt, dann sitzt sie gut. Aber ich habe jetzt immer... Ah, dann habe ich immer wieder mein Haar dazwischen. Das mich nervt. Ah. Schon ein bisschen in Übung, so ist nicht. Das ist auch das erste Mal, dass wir das streamen. Ne? Normalerweise setze ich mich hin mit der Brille und zock, ne? Also ist ja schon jetzt wieder ein halbes Jahr her. Du nimmst ihn mit zu dir nach Hause und mein Gott, ist er gut. Aha, okay. Dann drehst du dich zu ihm herum für eine zweite Runde und seine Haut löst sich ab wie feuchtes Toilettenpapier. Das passiert mir immer mit den Männern. Wo bist du hin, Tutti, ey? Ach da. Und darunter ist er schwarz und verrottet und deine Oberschenkel sind mit Käfig in heißem Tier verschwunden. Okay. Lecker. Das passiert immer mit dem Männern. Das ist einfach geil anfühlt in diesem Raum. So stehen. Nee, aber also ich habe ja ziemlich lange immer normal gestreamt. Jetzt will ich mal ein bisschen für die VR-Brille einbringen, jetzt wo ich mit Streaming-Programmen streamen kann. Und deswegen lag jetzt bestimmt gut mindestens ein halbes Jahr die Brille. Dafür habe ich sie nicht gekauft. Und was erwartest du denn? Ja, schön. Die Stadt hat kein Ende. Keine Pause für dich, für mich oder irgendjemand. Ja, schön aufpassen. Was auch immer du mir da siehst. Du musst da einfach raus. Pass auf, Jürgen. Pass auf. Verdammt, die müssen keiner. Ich muss da wieder raus, okay. Soll ich jetzt hier von der Klippe springen oder? Ah, okay. Nein, nein, nein. Nee. Das ist sein Reich. Ja. Fuck. Komm hier nicht mehr raus. Das war zu schnell, glaube ich. Ja. Ich bin wieder im Reich der Hölle gelandet. Ja, Lied. Weißt du, nach vorne drehen allein schon. Ich muss auch gleich mal echt aufhören zu zocken. Also man merkt es dann hinterher, wenn man aufgehört hat. Na, wird es jetzt gleich rutschig? Das ist schon auch anstrengend fürs Gehirn, ne? Obwohl ich mich ziemlich schnell eigentlich dran gewöhnen an die Brille. Ich erschrecke mich zwar trotzdem, aber ich genieße auch die Momente, aber es geht nach einer Zeit, finde ich. Ja genau, das ist so dieser Moment. Also du hast einen Effekt, jetzt gehst du entweder nach links oder nach rechts, eins von beiden. Und dann wirst du sehen, ob es richtig ist oder falsch. Wir entscheiden uns mal für rechts. Und wenn nicht, landest du wieder bei links. Alter, wenn der Hund dann noch knurrt nebenbei, dann das hat noch mehr Effekt. Ja, schön aufpassen, Tudi. Ich glaube, das war hier, wo ich schon mal gespielt hatte. Jetzt bin ich, glaube ich, unten in der U-Bahn. Telefon müsste jetzt hier draußen irgendwo sein. Wo ist das Telefon? Ich frage mich immer noch, wie ich sprinte schneller.
da ist das Telefon wohl nicht. Scheiße, wo ist das Telefon? Ist der wieder hoch? Wie kann ich schneller gehen, ist die Frage. Das müssen wir rausnehmen. Der dumme Papa hat sein Genick gebrochen, deswegen hat Baby einen krummen Rücken. Aber wenn Baby seinen Kopf nicht gerade halten kann, wie soll es denn nur jemand stolz machen? Okay. Kann auch sein, wenn wir jetzt wieder runtergehen, dass sich wieder irgendwas verändert. Das passiert hier ständig. Das ist die Tür, wo man hinkommt, wenn du jetzt wieder am Anfang. Okay. Ah! Ja, endlich, ey. Jetzt brauchen wir Ewigkeiten, um lang zu laufen. Ich glaub, das Telefon ist hier irgendwie links oder so. Mit Glück. Ja. Buddy, oh Gott, er kommt. Sieh ihn bloß nicht an, Buddy. Er weiß es. Er weiß alles. Doch. Er ist hier. Lauf, lauf, Buddy, lauf. Ja, witzig. Wohin? Ah, ich habe was falsch gemacht. Hätte ich jetzt weglaufen müssen? Komisch. Das Telefon muss ich ja abnehmen. Auf jeden Fall auf der anderen Seite. Oder was? Hier lang geht es aber auch nicht richtig, oder? Ob das so richtig ist, ob wir jetzt hier. Ich weiß, dass auch irgendwann nochmal der Zug kommt. Ob es jetzt so richtig ist, dass wir hier lang laufen. Glaube ich eher nicht. Aber ich wollte mal gucken, ob hier irgendwas liegt. Ja, genau. Hm. Es gibt so viel Schatten und Unterdrückung und Lügen und Verwirrung. Wenn man uns die Wahrheit darüber sagen würde, was es heißt, ein sexuell verkörpertes Individuum zu sein, und die dann ganz oben, die all das Geld machen, indem sie uns füttern. Es ist der Archetyp von Kontrolle. Wenn die Leute ihre eigene sexuelle Essenz nicht kennen, kann man sie leichter kontrollieren. Hm.
Ich glaube, ich mache bis zum nächsten Checkpoint und dann beende ich mal den Stream. Das langsam auch echt zu lange geht. Wir wollen das Spiel auch noch was irgendwann anders weiterspielen. Ja, das ist so dieser Moment. Oh man, runterfällt. Oder? Oh. Das ist wie Achterbahn, ne? Ja, ich weiß nicht, ist da irgendwas drin? Schlimme ist, wenn man hin und wieder mal die Taschenlampe anmacht. Das, das könnte dieser Moment gewesen sein, wo diese Typen wieder kommen. Dieser Funke vereint uns wieder mit der Quelle. Aber es gibt so viele Schichten der Realität, mit denen wir uns identifizieren, die es schwer machen, sie zu greifen. Eine konzeptuelle Realität, eine Schicht der Realität. Sagt mir jetzt was. Ja, genau. Diesen Moment hatte ich schon mal. Ich muss mich irgendwie an diesen Dingern hier vorbeischleichen oder so. Das ist mal nicht wie, ey. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gelöst hatte, das ist das Problem. Komme ich auch nicht so raus? Nee. Nee. Thank you.
komme hier nicht weiter. Box. So, hier waren wir noch nicht, ne? Warum schickst du mich hier wieder weg? Was machst du da, Tutti? Das ist fein. Ja, auf der Weite nicht ein totes Pferd, aber schau nicht hin. Ist doch ein Sandwich und ja, mir ist auch voll nach Sandwich. Und schau nicht hin. Der Himmel ist so blau und rot, die Blumen und nicht hinschauen. Aber ich habe gesagt, dass das geht nicht. Ja, ich weiß, die fliegen nicht. Nein. Das ist aber auch ein Kauderwelsch. Also im Moment ist es noch nicht so oft passiert, aber es kann ja auch in jedem Moment irgendwie was anders sein, im Gegensatz zu. Nee, lass uns mal da rangehen. Zu vorher, wenn man einen Auftrag gemacht hat. Unsichtbare Mächte. Es gibt die esoterischen Reiche. Es gibt Entitäten. Wir sind aus anderen Welten. Dämonen und Engel, die wir in unser Feld einladen. Bewusst oder nicht? Ich sehe dich zwar, aber in dir könnte so viel vorgehen, was ich nicht sehe. Es gibt Dinge in mir, die ich spüre und auf die ich reagiere und worüber ich vielleicht nicht einmal bewusst sprechen kann. Weißt du, ich bin so ein Rechtshändler, ne? Ist auch nicht, warum immer rechts. Hier rechts war nicht richtig, oder was? Ob ich jetzt im Kreis bin? Ja, ich laufe im Kreis. Seht ihr das? Sollte mich mal tendenziell zu links halten. Alter, das ist doch heftig. Was ist denn das? Ja, ja. Was war jetzt hier verkehrt? Okay. Ja, das war dieser Raum. Ich schwör's euch, wo ich das erste Mal hatte, ich bin abgekackt. Sagst du zu meinem Stiefel? Ich sag, Tita. Ich sag, Tita, was passiert jetzt hier? Ich sag, was passiert jetzt hier? Wir haben beide Wände, die sind zu. Wir kommen hier nicht mehr raus. Alter, da schiebst du erstmal Panik, ey. Wenn du nicht weißt, was jetzt hier auf einmal passiert.
ja, genau. Und der Boden, genau, da ist ganz viel Blut gewesen hier. Das war der Moment, wo ich dann die Brille auch mal fallen lassen habe, glaube ich. Sind Dinge in den Wänden, manchmal kann sie sich bewegen. Oh, die Geister aus den Geistergeschichten, alte Träume. Ich bin so gespannt, ich stehe mich was zu hängen. Ja, man sieht's. Hier war's. Der Dead End. Sind sie zum Öffnen? Da kam doch noch so ein Monstrum, ey. Jetzt war alles wie vorher, nur blutiger. Und anders. Ist auch warten, dass ich nicht irgendwie eine Box habe, die ich hier öffnen muss. Und vor allen Dingen nicht, dass ich im Kreis renne die ganze Zeit. Das können wir schon. Afrika oder was? Afrika. Okay. Hier ist wieder irgendwas. Unter mir. Ich bin nicht unten. Doch, muss ich aber entscheiden. Ah, da. Mhm. Durch die Hecke. Da ist bestimmt wieder irgendwas dran, ja. Ah, der Kerl stirbt und der Gesichtsmedizin findet die Leiche. Fehler beim Gepäckraum. Er lässt ihn einfach im Kühlraum hinten im Leichenschauhaus. Ja, jetzt sind wir irgendwie mit raushängendem Ding. Ey, die Texte. Sieht immer noch gut aus. Jo. Da wo ich nicht mehr. Ich muss noch anders sagen. Telefon? Oh, es juckt. Alles gut. Na, Tutti. Wäre noch da? Okay, wir sind noch da. Tutti, was ist denn los, ey? Wir kriegen schon die Haare da im Kopf. Verdammt. Wie gesagt, ich mache bis zur nächsten Frequenz und dann bin ich auch raus erstmal. Oh, das ist doch schon ein bisschen einmalig. Oh. Alter, ist das komisch. Boah, Alter. Ist das jetzt echt die Decke? Alter. Komme ich da jetzt nicht hoch? Das ist echt die Decke. Kann ich erstmal umdrehen wieder.
leuchtet jetzt. Telefon nein. Ach so, okay, aber von dem bin ich doch gekommen. Das ist wieder zurück. Alles nicht. Keine Ahnung. Was ist hier? Tatsächlich. Das Ding ist, man muss es austesten, ne? Weil normalerweise. Wow. Dann sind diese Türen dafür da, zum Beispiel. Falls man verloren hat, dass man da wieder joint. Vielleicht muss man es ziemlich als normal wieder zurückzugehen, okay? Man muss eben halt gucken, ob sich hier irgendwas verändert hat, ne? Ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht weiter. Das wäre äußerst komisch. Nicht anders zu erwarten. Oh Gott. Das war auf jeden Fall die falsche Tür, ey. Die war es nicht. Reingehen, oder? Einmal an der Entry. Ah. Einmal hatte sie eine Maus in den Glas getan, aber die Luftlinie vergessen. Einfach schön dicht verschlossen. Nicht aus Bosheit, sondern als Unachten. Das Mäuschen hat die ganze Nacht nach Luft geschlafen, bevor es abgekratzt ist. Niki ist auf genauso ist. Okay, was für ein Zusammenhang. Können wir jetzt die Tür öffnen? Nee. Ist hier noch anders? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ach du Scheiße. Wow! Ja, genau. Doch jetzt irgendwo anders oder was? Ja.
Gut, dass ich jetzt weiß, wie man sprinten kann, ja. Aha, da war noch eine Kiste. Zwei eigentlich, oder? Ja. Gib den Scheiß jetzt her. Der Lupensammler hat immer volle Taschen mit all die glänzenden Dinge, die er auf der Straße findet, all die Abfälle und Knochen und den Dreck. Sie ragen heraus, hängen herab, schleifen hinterher. Auf seinen Knien erfüllt er sich immer noch mit seinen dreckigen Fingern die Taschen und. Ich finde das witzig, manchmal das. Also ich verstehe den Zusammenhang manchmal nicht ganz. Okay, da ist das Blut unten. Ich würde sagen, da auf dem Bild war vorher nichts. Genau. Sollte ich schnell abhauen jetzt, ne? Ich glaube, irgendwie war das nicht. Aber sicher bin ich mir auch nicht so ganz. Ich glaube, ich bin Ausgeburt der Hölle hier. Kacke. Nicht rennen. Ich muss langsam gehen. Okay, danke, dass du mich da lässt. Okay. Ich hab dich gesehen, du bist nicht. Na ja, wohl anders in den Daumen gehen müssen, ne? Boah, seht ihr das? Krass, Alter. Kommen wir doch nicht hoch, oder? Wir müssen ja mal gucken, ob es geht. Nee, hier ist es. Jetzt weiß ich das. Nee, wir müssen mal wieder raus tun.
gut, dass wir das jetzt mal machen. So schnell. Fertig. Fertig? Ja. Was können wir brauchen? Was ist plus? Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht nochmal fortfahren. Letzten Checkpoint laden. Wie kann man jetzt zurück? Kann man aufstellen. Was ist das? Ja, und wie komme ich jetzt aus dem Spiel raus? Also wir haben jetzt ja rein theoretisch gespeichert, oder? Schön. Keine Ahnung, wie man das Spiel jetzt hier beendet, an dieser Stelle. Aber gespeichert hat er ja rein theoretisch. Ja, dann machen wir das nochmal ganz kurz. Weil, machen wir ja. Jetzt müsste ich da ja sein, wo ich am Ende war. Rein theoretisch. Was passiert? Geht der? Oder was macht der? Weil dann würde ich das Spiel jetzt einfach ganz kurz mal ausmachen. Und den Stream enden. Weil ich kriege schon langsam echt Augenränder. Augenringe. Was? Option. Taste, was? Ja, tu dir. Da Mami kraut hier den Bauch nebenbei, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt da bin, wo ich eben war. Nicht, dass ich das nochmal spielen muss. Ne, schaut nicht so aus. Okay, gut. Ja, Leute. Es war ein reges Unterfangen. Ich sehe fix und fertig aus hier. Mein Haar. Ich muss mich erstmal wieder richten. Also, wie fandet ihr den Stream? Also, Punkt 1. Ich kann ja lesen. Also, Le Floyd. Danke übrigens, dass du so geschrieben hast und ich nicht antworten konnte. Ja. Ich hoffe, für euch war es spannend. Ich brauche auf jeden Fall eine Pause jetzt nach fast 3 Stunden. Heftig. Ich habe auf jeden Fall noch andere Spiele im Pedo, außer Here They Lie. Ich glaube, für denjenigen, der dahinter der Cam sitzt, ist es natürlich wesentlich spannender als für die zuschauen. Aber manche kennen, glaube ich, das Spiel auch noch nicht, vielleicht. Ich werde jetzt den Stream beenden und erstmal eine kurze Pause machen. Wie spät? Ja,
Ich denke mal, so in der Stunde oder sowas sind wir wieder dann auf Fortnite aktiv. Machen da weiter. Und ja, dann würde ich sagen, morgen spielen wir hier The Live weiter. Weil das Spiel will ich natürlich auch zu Ende spielen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Reingehauen. Bis später vielleicht.